Ja, wir Freiheitlichen präsentieren heute ein Sicherheitspaket und Asylpaket, das für unsere Burgenländer die einzige Möglichkeit ist, Sicherheit zu haben im Burgenland. Wir werden dieses Sicherheitspaket bei den Regierungsverhandlungen natürlich auf den Tisch legen und wollen das auch umgesetzt wissen, denn nur mit einem Sicherheitspaket wird es auch eine entsprechende Sicherheit für unsere Burgenländer geben. Wir wollen, dass die Alarmanlagen direkt zur Polizei geschalten werden. Das heißt, wenn das so wäre, dann würde natürlich jeder sofort wissen, wenn er ins Burgenland kommt und hier einen Einbruch fühlt, dass sofort die Polizei kommt. Dieses Paket sollte natürlich auch beinhalten, dass bei einem Fehlalarm keine Kosten entstehen. Fehlalarme können passieren. Aber wenn die Direktschaltung der Alarmanlage zur Polizei passiert, dann schaut natürlich der Sicherheitsgedanke komplett anders aus. Wir wollen Grenzkontrollen und Grenzkontrollen natürlich auch an den Verbindungsstraßen. Es werden nächstes Jahr an die 50 oder über 50 neue Grenzübergänge geschaffen. Das muss man sich mal vorstellen. Da braucht es Grenzkontrollen, ansonsten wird die Kriminalität ausufern. Wir wollen auch eine Gemeindewache installiert haben, eine Gemeindewache, wo die Gemeinde selbst die Möglichkeit hat, eine Gemeindewache einzurichten, 2, 3 oder 4 Beamte oder Personen, die diese Gemeindewache ausüben. Dazu gibt es eine Förderung vom Bund, vom Land, von der EU. Das würde in Burgenland an die 800 neue Arbeitsplätze schaffen für unsere Burgenländer und Burgenländerinnen. Und dann wollen wir auch noch die Abschiebung der kriminellen Ausländer. 2/3 aller, die in den Haftanstalten sitzen, sind keine Österreicher, Ausländer. Und da sind wir bei Udo Jürgens, der gesagt hat, kriminelle Ausländer haben hier nichts zu suchen. Das ist unser Sicherheitspaket, das werden wir in die Regierungsverhandlungen einbringen.